Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 22. Ich bin der Schotti von der Test Area. Wir müssen die Stahlträger platzieren. Ich habe gerade mal versucht, mir so ein Ding unterm Arm zu klemmen. Hat natürlich nicht funktioniert. Muha. So. An diese eckigen Führerhäuser werde ich mich nie gewöhnen bei den Dingern. Aber nichtsdestotrotz, ne? Wir kranen ja gerne. So, ja, Stahlträger. Drei Stück. Die waren mal kleiner, als wir die geholt haben, ne? So. Dann müssen wir wieder aufpassen. Bei meinem Glück stupse ich mit dem Kran gegen die Burgmauer. Und dann stürzt die ein, ne? So, bei den Stahlträgern ist klar. Da... Die haben Gewicht. Wenn du da so weit ausschiebst, dann brauchst du schon einen größeren Mobilkran. Zack. Nummer 1. Da oben drin ist auch Baustelle, ne? Ja. Das hat schon was, diese Burganlagen und Schlösser. Das muss ja früher... Ach, das hat schon. Ja, das ist so, ne? Wie Italo-Western, wenn man da so eine alte Westernstadt sieht, ne? Wie man so aus den Filmen kennt. So ist das auch mit den Burgen und so. Da ist schon dieses Gefühl, diese Faszination und so, die man aus den Filmen kennt, ne? So. Und runter. Klack. Und einen noch. Einen Träger. Kein Hosenträger, kein Bauträger, kein Wasserträger, kein Kofferträger. Nein. Ein Stahlträger. Es soll ja eine besondere Bühne sein. Wir sind bei 20% der Freilichtbühne. Wir sind bei 4.235.000. Wir haben bald das 5 Millionen Ziel erreicht auch, ne? Sehr schön. So, 70.800 Credits, 590 Erfahrungspunkte. Pakete, Terrassenelement, Holzrahmen. Ja. Whatever. Das wird beim Materialplatz stehen. Das sind drei die gleichen. Und dann kann das ja nicht dingsen. Bumsen. Also, dann kann es ja nicht zur Verwechslung kommen, ne? Sind ja drei die gleichen Pakete. Das sieht aber anders aus da. Moment mal, ich muss das liefern. Das gehört da gar nicht hin. Die muss ich abholen. Verstehe. Warte. Wir müssen wahrscheinlich wieder zur Fertigwand-Geschichte. Und dann müssen wir diese Träger da abholen. Kann ich mir gut vorstellen. Naja. Dann brauchen wir den Anhänger. Dann brauchen wir unsere Zugmaschine. So, die müssen wir dann miteinander verbinden. Die gehen eine eheähnliche Verbindung jetzt ein. Aber wir können sie auch vorher wieder trennen. Das heißt also nicht, bis dass der TÜV sie scheidet.
Brumm, brumm, brumm. So, dann wollen wir mal schauen. Baustoffhandel, Bauhof, Kieswerk, Firmengelände, Firmengelände, Stahlhandel, Sägewerk, Bauhof, Fertigwand. Rechtsklick und nein. Gucken wir auf der Map. Wo sollten wir denn hinfahren? Da, was ist das? Das ist das Sägewerk. Am Sägewerk waren wir doch schon. Warum steht das hier nicht unter der 2? Stahlhandel, Bauhof, da, Sägewerk. Ist doch da. Man muss nur mal richtig lesen. So. Sägewerk. Wo kriege ich es jetzt ausgeliefert? Mal schauen. Auf der anderen Seite. Hey. Jetzt verwirr mich mal nicht. Wo bekommt man denn... Hier sind die Parkplätze. Irgendwo hier. Da. Da ist den. Mein lieber Scholli. Sägewerk. 7% Rabatt, danke. Das war alles. Das sind doch aber nicht zwei, das ist doch ein Paket. Naja, gut. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Lang genug sollte er sein. Könnte es am Gewicht scheitern. Ach, das sind zwei Pakete. Guck mal. Die stehen so schön press nebeneinander. Das ist natürlich auch okay. Und die Hubkraft soll reichen. So, natürlich weit nach vorne hier hinpacken. Wollen ja keinen Platz verschwenden, gell? So, da. Da, da, da. Aha, aha, aha. Stefan Remmler. Zack, Ohrwurm. Gern geschehen. Ah, zurück. Iva. Jawohl. Zusammenklappen. Zusammenklappen. Zwei Baustelle. Tata. Ja, manchmal muss man einfach nur mal genauer hingucken, ne? Ja, super. Ja. Da kommt Freude auf. Ist ja nicht so, dass ihr alle im Weg steht. Nein, gar nicht. Ich bin jetzt aber so dreist. Ich fahre den jetzt da unten runter. Und benutze den Kran. Von der Zugmaschine, wa? Und vorausgesetzt, ich kann den hier aktivieren. Gut aus. Sieht gut aus. Das nenne ich doch mal Expresslieferung. Die einzigen, die schneller liefern als ich, sind die Jungs von flaschenpost.de. Stelle ich ja im Moment meine Getränke. Lohnt sich. Das sind ja viele Kilos an Getränken, die ich dann nicht mehr schleppen muss.
die geschleppt werden. Das sieht doch gut aus. Und mit einem Klick werde ich dann gleich den wieder los. Jetzt Elemente platzieren. 4 Stück Bühnenelemente. Ja, das mache ich nicht mit dem. Nee, nee. Den holen wir da erstmal raus aus der Baugrube. Das war nur der Lieferservice, gell? Wir nehmen den Kran. Mit der hohen Reichweite. Eieiei. So. Zack. Oh, das ist gut. Das geht ja offensichtlich dann ziemlich zügig hier. Bababam. So, 2 noch. Da hat der Schreiner wieder beste Arbeit geliefert. Und der Shorty macht's kaputt. Ja. Hier ist doch mal was anderes, ne? Bodenplatten. Aus Holz. Markierten Bereich räumen. Mache ich. Habe ich. Ha, nur kurz den Kran bewegt. So, Dachelemente. Holzrahmen und Bühnenelemente. Na, schau an. Ich werde mal. Also, aus Holz finde ich ja immer gut, ne? Holzarbeit hat was. Holz ist ein sehr leicht zu bearbeitendes Material und es gibt viele verschiedene Holzsorten und dieser Geruch dann immer und ja, Holz mit Holz arbeiten ist toll. So. Zack. Aufpassen, dass wir die Burg nicht wegrammen. Habe ich ja so Talente für, ne? Ja. Talente zum Kleinholz machen. Da habt ihr gehört, ich habe die Burg getroffen. Shorty, 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 Shorty. So, oder? Nach der Platte kommt dann das Dach. Ey. Das ist voll total dahingeschummelt auch, ne? So, und hoch. Jetzt mit viel Gefühl und runter. Credits, 100 Erfahrungspunkte, danke. Bühnenpavillon, Stahlträger. Ja. Wo? Da. 2 Stück muss ich platzieren.
Da liegen aber mehrere. Das heißt, mir wird dann wieder eine Menge Arbeit abgenommen. Wir sind schon wieder spät an Zeit, aber die zwei Stahlträger, die kriegen wir jetzt auch noch eben platziert, ne? Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen höher heben, seht da. Und dann kommen wir ganz hinten natürlich auch wieder viel höher an. Macht da nichts. Macht da gar nichts. So. Millimeterarbeit jetzt. Jetzt noch den zweiten. Das kriegen wir auch noch. Sehr gut. 1, 2, 3, 4 und einen ganz langen Stahlträger liegt da immer noch. Keine Ahnung, wofür das sein soll. Sehen wir ja dann gleich. Zack. Ach, jetzt müssen wir den langen... Es konstruiert sich jetzt so langsam, ne? Und wir wuseln hier mit dem Kran rum und machen das Schritt für Schritt. Wo ist denn der? Das ist von dem langen. Ja. Müssen wir auch wieder mit Gefühl hier von der Perspektive aus gesehen, ist es ja wie mit einem Zahnstocher, ne? Die Bretter, die die Welt bedeuten. Ah, da haben wir das Holz geholt. Holzbretter, Paletten. Ja, Bretter, die die Welt bedeuten. Das passt doch. So, Perspektive wieder ändern. Auch sehen, was wir machen. Kling, 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 kling. Was? Holen wir mal ran hier den Kran. Springen mal raus. Bereich Ebenen. Echt jetzt? Was willst du denn da Ebenen? Tja, ich fahre da durch mit der Planierraupe. Habe ich überhaupt kein Problem. Habe ich überhaupt kein Problem. Aber das machen wir nicht mehr heute, ne? Ihr Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal. Wir sind ja auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Den Link zum Community Discord Server findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube ja völlig gratis. Und die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.